So, drück mal wieder auf Capture. Warte, bis losläuft. Es läuft los und zähl wieder runter. 1, 2, 3. Und here we go. Willkommen! Es steht der nächste Kampf in der UFC an. Brian Frederick beleidigt uns mal wieder, weil er einfach ein Trottel ist. Ganz einfach. Ganz einfach. Er wird so richtig schön aufs Maul bekommen und dann sehen, wo er bleibt. Und zwar hinter mir. In der Rangliste. So. Heutiger Kampf ist gegen einen, der deutlich besser ist im Boxen als ich, aber im letzten Part hat man gesehen, dass ich noch ein bisschen Striking-Unterricht genommen habe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass ich etwas gegenhalten kann. Wright gegen Eriksson. Wright übrigens mit einem schönen Schnauzbart. Ich hätte auch gerne so einen schönen Schnauzbart. Dann noch Monokel und so einen Zylinder oder so eine Melone auf dem Kopf und dann Bösewicht spielen. So. Was sagen Sie denn so über uns? Vier letzten Kämpfe gewonnen. Vier, vier, vier gewinnt, Alter. Vier gewinnt. So schaut's aus. Und ja, der liebe Sebastian von ehemals Monkey Menschen. Ich weiß leider nicht, wie der neue Kanal heißt. Es tut mir leid. Oder heißt er immer noch? Heißt er jetzt Monkey Menschen? Auf jeden Fall, ja, du hast recht, er schaut echt aus wie Chuck, der Iceman Liddell. Also richtig. Ihre Mist fällt noch dunkel und sonst wird es eigentlich passen. Jetzt kommt da unser Gegner. Der macht den Chuck Liddell. Das Manchester England, okay. Schauen wir doch mal, was Mr. Wright so drauf hat. Striker, 10 K.O.-Siege in den letzten 12 Kämpfen, hat 3 Kämpfe verloren. Wir machen die 4 draus, weil heute steht das Folge unter dem Motto 4 gewinnt. Naja. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, hat er Probleme mit Spinning-Techniken. Spinning Strikes, Spinning Kicks. Dana White sitzt da auch. Schauen wir mal. Erstmal bearbeiten wir ein bisschen und dann schicken wir vielleicht mit der Spinning Backfist ins Land der Träume. Oh, deutlich mehr Reichweite. Oh ja, 13 cm ist ordentlich. Das musst du erstmal überbrücken. Na, hätte ich wieder Rekord darauf gesagt. Beim letzten Mal hat das vergessen. Oh, wir kämpfen in Japan. Sehr schön, der Saitama Super Arena. Sehr cool. Da wurde früher sehr viel Pride gekämpft in der Saitama Super Arena. Das ist natürlich sehr cool, so einem Ort zu kämpfen. Mystery. Okay. Macht Hand auf Chuck, die Iceman Liddell. Ach ja, wenn jemand weiß, wie man seinen Gegner am Anfang begrüßen kann, dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe keinen Plan. Genau, unser Coach sagt schon, it's your cage. Na, Mist. Jetzt. Da kam sie schon mal durch. Wir haben noch was anderes Schönes. Muss bloß rankommen. Oh ja, die hat getroffen. So. Komm schon. Come on, den zerlegt man mal gut. Ein paar Ellenbogen. So.
misses a huge hook to the head. Another shot lands upstairs. There's a body shot. There's a oh ja, der hat gesessen. Der Hemmung hat er gesessen. Oh, beautiful lead right hand. Superman! Geht leider nicht. Ah, der blutet schon. Oh. Watch the shot here, Joe. Oh, gut abgeblockt. That strike will count. The combinations are flowing. Oh, der hat gesessen. Ich kontrolliere ihn hier. Also bis jetzt ist es... Oh, der hat gut gesessen. Ja, auf die Seite gehen. Ich muss jetzt über links angreifen. Seine rechte Seite total hinüber ist. Wie ich ihn hier durch den Ring treibe. Ah. Er ist vielleicht gelandet, aber in seiner Deckung. Jetzt fängt er richtig an zu bluten. Kollege, ich will ja nichts sagen, aber du blutest da richtig heftig. Oh. Naja, hat schon ein bisschen kassiert. Watch. Ja, im Bogen ist zu kurz. Oh, aufpassen. Wir haben noch wenig Ausdauer. Wir haben auch echt wenig Ausdauer im Vergleich. Ja. Oh, Single Leg. And here we come, baby. North-South Choke. Vielleicht klappt er ja. Wenn wir ihn schon haben. Die Frage, wer ist schneller? Wir oder die Zeit? Nein, ah, Mist. Verdrückt. Over under. Und noch ein Tie Clinch? Nein, lässt er mich nicht rein. Au, au, aber wie er ausschaut. Eieiei. Okay, mit dem Ellenbogen hat er mir aber keinen Schaden zugefügt. Du musst einen harten Strike einstecken. Denk dran, dass deine Schadenanfälligkeit damit steigt, ich weiß. Da habe ich es versaut, leider. Und dann kommt der Sweep. Ja, da war es dann fast rum. Und hallo, ihr wisst ja, Jungs, bei den Mädels immer Bussi Bussi Hallöchen geben. Ich weiß auch nicht, wie sie alle heißen. Ich glaube, sie ist Ariane, die rechte, und links ist Brittany. Ja, nur so zur Info. Und der Kampf scheint doch spannend zu werden. Oh, jetzt geht er aber ab. Jetzt reden sie gar unser Gym. As far as this fighter is concerned, though, there are rumblings that he trained too hard in advance of this one. Not a lot of time after his last UFC appearance. Certainly something we have to do as this fight continues here tonight.
Oh, jetzt dreht er auf, jetzt dreht er auf. Jetzt dreht er auf. Mist, der hat die erste Runde bloß gewartet, was wir machen. Schlimm. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Ich warte, jetzt bin ich aber wieder da. Ich will gar nicht meine Position wechseln. Jetzt er? Nein, okay. Defended. Jetzt finde ich mal auch ein bisschen die Power. Oh, die hat gekracht. Die hat gekracht. Aua, 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 aua. No. Jetzt aber. Und here we come, ladies and gentlemen, again. Money Top Mount. Was? Irgendwas von Footwork usen? Komm schon, gib mir den Armbar. Dann halt nicht. Come on. Jetzt aber komm. Gib mir deinen Arm, Baby. Ah, Mist. Nochmal. Nochmal. Genug Ausdauer ist am Start. Oh yeah. Oh ja. Yes! Wir haben den Arm mit nach Hause genommen, Baby. Submission win. Oh yeah. Wir schauen auch ganz schön aus, aber trotzdem. Yes. Ja, guck mal, kurz vorm Brechen, Mann. Da sollte ich vielleicht auch abklopfen. Sehr schön. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 3 minutes, 10 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out. So there he is, your winner by way of submission. And candidly, Joe, I'm not sure this night could have gone any better. He did have some doubters coming in. He said, I gotta mute those naysayers. And they're not gonna keep quiet unless I can actually get this guy out of there. So mission accomplished. No judges necessary tonight. He gets the submission. Oh ja, sehr schön. Kommentator hat doch recht. Wir hatten ein paar Leute, die gezweifelt haben, aber hey. Wir haben gegen den deutlich erfahreneren Mann einen klaren Sieg eingefahren, ganz ehrlich. Erste Runde gut dominiert. Zweite Runde haben wir ein bisschen auf den Sack bekommen. Dafür dann aber, ja guck mal, wir haben mehr Angriffe gelandet. Wir haben 2 Takedowns geholt. Submission-Versuche haben wir 3 gehabt. Gut. Wirkungstreffer fast gleich viel. Also da kann man eigentlich nicht meckern. Sehr schön. Wir werden in die Kampfrichter gewertet noch. Doch, hätten sie sogar. Alles für mich sogar gewertet. Wäre der Kampf zu Ende gegangen, so wie er war. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Submission. Siegkämpfe. Kampf des Abendboni schon wieder. Habe ich es gerade richtig gesehen? Ne, das war Sieg in Folge, ne? Fans. Doch, Fight of the Night Bonus again. Das war Kampf des Abends. Ja. Stimmt, das habe ich letztes Mal vergessen. Es gab Kampf des Abends ja auch noch. Ja, Wahnsinn. Wir kriegen schon wieder Geld. Oh, wieder so viel. Beste Technik aller Zeiten.
Her mit dem Arm. Wow, Glückwunsch. Alter, wenn es so weitergeht, machen wir nur noch die Fight of the Night-Dinger oder was? Dann ist super rich, Mann. Maximilian Maljavko. Maximilian Maljavko, ich freue mich schon auf mehr. Hashtag MMA. Me too, Maximilian, me too. Schauen wir doch mal. Gibt es noch irgendwie was anderes Schönes? Egal. So, 147.700 auf dem Konto. Ganz ehrlich, sehr cool. Jetzt möchte ich mir so einen Goat-Status anhören. Anschauen. Ach, das eine war ein Performance-Boni, genau. Und das andere war jetzt Kampf des Abends-Boni. Ah, sehr schön. Kampf-Boni in Folge 1, das stimmt. Dana White, was willst du denn? Hat mir vor dem Kampf gesagt, dass er auf einem Bonus, dass es auf einem Bonus abgesehen hat. Tja, und genau das hat er auch geschafft. Das stimmt. Karriereeinnahmen. 10,6 Millionen kann man insgesamt einnehmen. Ja gut, desto höher man gerankt ist oder desto eher man Champ ist, desto eher, desto länger man Champ ist, desto mehr Kohle bekommt man ja auch. In der UFC ist gerade so geregelt, dass ein Champ pro Antritt 1 Million auf jeden Fall bekommt. Schauen wir mal, wer Mickey Gall, wobei der mir jetzt im Moment echt noch eine Spur zu hoch ist. Schau dir mal an, hey. Der ist ja überall deutlich besser. Ich will ja schon was Ausgeglichenes auch haben. William Thompson wäre nochmal so ein Kandidat. Oder Jordan Lewis. Jordan Lewis wäre halt ein einfaches Ding, ne? Erstmal. Aber wir nehmen auch Jordan Lewis, weil der den besseren Hype hat. Und ganz ehrlich, einen Hype nehme ich schon mit. Also ich gehe jetzt teilweise auch wirklich nur nach Hype. Was für ein Kampf. Ja, Dana, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Legen wir mal das Training fest. Wir könnten natürlich jetzt auch noch zu FRC gehen, so die wir abgeschlossen haben. Crossbreed. Dutch Strike Team könnten wir theoretisch auch schon. Das kostet, glaube ich, 100.000. Aber können wir noch nicht, wo unser Gegner da trainiert. Und für die anderen drei fehlt noch die Kohle. Ich würde jetzt aber sagen, dass wir das FRC mal freischalten. Wir müssen das Geld ja jetzt nicht hier raushauen, wie nochmal was. 3 Wochen Training, das kriegen wir jetzt in der Folge auch noch rum. Anstehender Kampf, genau. Was können wir denn lernen? Deine 3 Strikes aus der Backside Mount innerhalb von 3 Sekunden. Okay. Das ist ja alles. Dann machen wir mal die Multi-Kniestöße. Ist jetzt auch nicht schwer. Muss bloß in die Position kommen und dann die Knie verteilen. In diesem Duell geht es um Kniestöße aus dem Clinch. Also achte auf deine Präzision. So, auf die Präzision geachtet. Das war eine großartige Leistung. Schon, ne? Schon, ihn dreimal das Knie voll in den Bauch reingerammt. Voll die Leistung, die gute. Ja gut, Flying nie gelernt. Und die Muay Thai-Tyrannei. Ja, klingt auch wie so ein, wie die Diktatur in Thailand oder so. Wo es ja keine gibt, da ist ja noch eine Monarchie. Ja, trotzdem. Kampf des Abends, der Dana rastet voll aus. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt zweimal miteinander was Gutes geschafft habe. Backside Mount, 3 Strikes landen, sollte auch drin sein. Ground and Pound aus der Backside Mount ist in diesem Duell angesagt. Ich möchte gute Punches sehen. Das kannst du besser. Komm! Na, jetzt musst du wieder hinkommen, ne? Komm jetzt wieder in die dominante Position. Nein, da erwarte ich mir mehr von dir. Jetzt ab Backside. Bein, du musst dominanter sein. Und fertig. Genau so will ich die Punches von oben sehen. Meinst du? Ich auch. Auch. Hast du eigentlich recht. Aber neue Vorzüge überhin. Sehr schön. Ja, das Grappling Camp, das BJJ Camp, ist für mich irgendwie noch eines der schwereren, ne? In den ganzen Positionen halten. Machen wir Eigenwerbung? Ne, wir trainieren erstmal. Natürlich will ich mein Striking verbessern, weil das einfach mein schwächster Punkt ist. Einfach immer an den Schwächen arbeiten. Ja, der Kampf war geil, oder? Ich weiß nicht, wie du den fandest, aber ich fand ihn ziemlich geil. So, noch eine Sache zu lernen. Hier haben wir noch 5 Punches aus der aufgerichteten Half Guard. Ja, dann. Sollte auch machbar sein. Okay,
Ground and Pound aus der Half Guard. Bring in diesem Drill deine Punches. Super, wie du das machst. Nein, ich wollte doch verteidigen. Das kannst du doch wirklich besser. So reicht das noch nicht. Bleib dran. Naja, ja, ich muss noch bloß irgendwie sweepen können. Nicht nachlassen, das kannst du besser. Na, ja, was, da stand doch gerade vor ein Half Guard dran, ne? Und schon hoch. Na, das war die Zeit rum. Mein Gott. Das war bloß ein Trick. Wo es ein bisschen schneller geht, da muss ich mir nicht nochmal diese blöde Ding anschauen. Okay. Ground and Pound aus der Half Guard steht in diesem Duell auf dem Programm. Pack deine Punches aus. Jetzt haben wir es doch. Das wollte ich vorhin auch, aber irgendwie hat der Gegner gemeint, nö, ich drehe uns mal, ne? So. Ground and Pound Stufe 1. Sehr schön. Jetzt sehen wir gerade auf, wir haben jetzt auch zwei Submission-Siege auf dem Konto, ne? Ja, ich glaube, eine war ein Guillotine-Joke. Ja, Dana, jetzt chill mal dein Unterhöschen, Alter. Voll ab hier. Gehen wir gleich zum Sparring über. Ja, komm. Zum Sparring. Overhand-Punches. Okay, aber wir haben gerade gegen einen deutlich besseren Striker gekämpft. Deswegen habe ich da eigentlich keine Angst für die nächste Folge. Guter Block. Aua. Ja, da kam so ein Overhand Strike gleich mal durch. Und schön. Ja. Komm schon. Takedown. Ohne dominante Position geht es nicht. So. Bleiben wir auf Submission noch gehen, bisschen üben. Weiter. Das sieht toll aus. Weiter so. Weiter kämpfen. Ah, jetzt hat sich befreit. Was soll denn das denn? Dann gehen wir gleich auf die nächste Submission. Einfach ansetzen ist auch schon mal was. Aber da ist die Zeit schon um. Egal. Angesetzt ist angesetzt. Genau. Falls du in der Side Control unter deinen Gegner gerätst, bring ein Dash Submission. Eine Dash Submission. Damit kannst du ihn nämlich mächtig überraschen. Wo kriege ich die Submission erzählt? Nicht mehr von euch, Mann. Ich muss gucken, ob ich die hab. Aber ihr habt sie, glaube ich, nicht. Also wenn, dann kriege ich die bloß im BJJ-Camp und dann will ich auch das nächste Mal noch hingehen, dass ich einfach mal die ganzen Grundsachen abgeschlossen habe. Jetzt haben wir noch 20 Punkte und ich würde natürlich, wie gesagt, gerne aufs Striking gehen. Der Rest ist erstmal für die Stelle, wo wir sind im Spiel, ziemlich gut aufgebaut. Finde ich. Trainieren wir noch die letzte Woche. Ground and Pound, sehr gut. Na gut, ich glaube, der große Striker wird mir eh nicht, weil wir eher mehr der Wrestler sind. Na gut, wir können ja nochmal reinbuttern hier. Und dann machen wir noch das Ringkampf ABC. Haben wir diesmal gar nicht gehypt, aber wir hatten auch bloß 3 Wochen Zeit, ne? Und haben eine gute Fitness von 99%. Damit kann ich leben. Ich hoffe, du auch. Bei der nächsten Runde geht's den guten Kerl dann an den Kragen. Ich hoffe natürlich, dir hat's heute wieder gefallen, vor allem der Kampf. Wie fandest du ihn? Schreib's mir in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lass ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Einen Daumen nach oben natürlich, wenn du nichts mehr verpassen willst. Dann andersrum. Einen Daumen, wenn nichts mehr verpassen. Nein. Also ja, Daumen, Abo und ja, einen Kommentar da lassen. So, bis zum nächsten Mal. Fiat die.